Meine Damen und Herren, 60 Jahre Patz, Rückblick und Ausblick. Die Preußische Allgemeine Zeitung, das frühere Ostpreußenblatt, ist 60 Jahre alt geworden. Am 5. April 1950 erschien die Nummer 1 des Ostpreußenblattes. Mit 14-tägiger Verspätung feiern wir heute diesen runden Geburtstag. Die Zeitung ist nunmehr in ihr 7. Lebensjahrzehnt eingetreten. Das ist für ein Publikationsorgan ein beachtliches Alter. Zahlreiche neue Zeitungen sind nach dem Krieg auf dem Markt erschienen. Sehr viele existieren heute nicht mehr. Das Ostpreußenblatt hat sich weiterentwickelt und ist nunmehr zur PATZ geworden. Die PATZ hat die Identität und die Thematik des Ostpreußenblattes übernommen und fortgeführt. Dabei war es für die Herausgeberin der Zeitung, der Landsmannschaft Ostpreußen, wichtig, dass der Ursprung, die erfolgreichen Kindheits- und Jugendjahre der Zeitung, die 50 Jahre unter dem Titel das Ostpreußenblatt erschienen ist, nicht einfach abgehängt und dem Vergessen überlassen wurde. Deswegen bleibt im Zeitungskopf auf Seite 1 der Untertitel das Ostpreußenblatt bestehen. Damit machen wir deutlich, es wurde nicht etwa 2003 eine neue Zeitung gegründet, sondern die Wochenzeitung das Ostpreußenblatt wurde zeitgemäß weiterentwickelt. Dabei hat die Herausgeberin, wie ich meine, ein aufgetretenes Problem zufriedenstellend gelöst. Jede Zeitung hat nur eine gedeihliche Zukunftsperspektive, wenn es gelingt, einen großen Teil der Leser emotional an ihre Zeitung zu binden. Beim Ostpreußenblatt war das hervorragend gelungen. Dieses Vertrauen und auch die Liebe der ostpreußischen und ostdeutschen Schicksalsgefährten zu unserem Ostpreußenblatt musste herübergeholt werden, und auf die Leser der nur vermeintlich neuen Zeitung PATZ übertragen werden. Das konnte gelingen, indem für jedermann sichtbar wurde, dass die PATZ eben keine neue Zeitung war, sondern sie führte in großer Kontinuität, wie ich schon sagte, die Tradition und die Inhalte des Ostpreußenblattes fort. Und, besonders wichtig, die PATZ ist weiterhin mit ihrem dritten Buch Verbandsorgan der Landsmannschaft Ostpreußen. Meine Damen und Herren, bitte bedenken Sie, wir haben immer noch einen nicht unerheblichen Teil, eine nicht unerhebliche Zahl von Abonnenten, die die heutige PATZ seit ihrer ersten Ausgabe am 5. April 1950, also seit mehr als 60 Jahren, lesen. Es wäre eine Fahrlässigkeit gegenüber der Gesinnungsgemeinschaft der Ostpreußen, und menschlich unanständig, wenn wir diesen treuen, jahrzehntelangen Lesern des Ostpreußenblattes durch die Konzipierung einer neuen Zeitung und durch die Abwicklung des Ostpreußenblattes signalisiert hätten, sie seien uns gleichgültig. Nein, wir wissen es und wir vergessen nicht. Unsere Zeitung war von Anfang an das wirtschaftliche Rückgrat und das Medium, um als LO, als Landsmannschaft Ostpreußen, zu den politischen, sozialen und kulturellen Fragen der Zeit Stellung zu nehmen. Es waren die Ostpreußen, die durch ihr Abonnement der Zeitung zur wirtschaftlichen Blüte verholfen haben und von denen bereits ganz, ganz viele aus dieser Welt in die Ewigkeit gegangen sind. Diese Abonnenten, die Abonnenten des Ostpreußenblattes und der heutigen PATZ, sind Teil der Gesinnungsgemeinschaft der Ostpreußen. Wenn wir heute eine Ausnahmestellung unter den 21 bundesdeutschen Landsmannschaften haben, dann verdanken wir es in erster Linie den Abonnenten der Zeitung. Es war ein schwieriger Anfang, der Start und die ersten Jahre der Zeitung ab 1950. Ruth Gehde, von Anfang an dabei und auch heute noch mit 94 Jahren, unverzichtbares Mitglied der Redaktion mit dem Schwerpunkt Ostpreußische Familie,
hat dies in der Beilage 60 Jahre Patz, erschienen am 3. April diesen Jahres, anschaulich beschrieben. So wie nach Friedrich dem Großen zum Kriegserfolg auch Fortun gehört, so hatte die Landsmannschaft Ostpreußen Glück mit ihren Redaktionsleistern, bis auf eine Ausnahme. Die Steuerleute der Redaktion waren ausgewiesene Zeitungsfachleute. Martin Katis, der Name weist ihn als Ostpreußen aus, amtierte von 1950 bis 1959. Er war schon vor dem Krieg Redaktionsleiter der Zeitung Memeler Dampfboot. Er war ein großartiger Schriftsteller. Ihm folgte Eitel Kaper, ein ernster Mann mit großem Wissen. Er war bisher der politische Redakteur des Ostpreußenblattes. Der Bundesvorstand übertrug ihm 1959 die Gesamtverantwortung für die Redaktion. Mitte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts erreichte die Zeitung mit knapp 135.000 Abonnenten den Höhepunkt ihrer bezahlten Auflage. 1967 wurde mit Hugo Welms der dritte Redaktionsleiter mit der Gesamtverantwortung für die Zeitung betraut. Hugo Welms war rheinischer Preuße, seiner Persönlichkeit und seiner Ausstrahlung nach unbedingt Chef. Seine Verbindung zur politischen Klasse war exzellent. Er ordnete an, dass im Zeitungskopf auf Seite 1 die Zeile "Unabhängige Wochenzeitung für Deutschland" eingefügt wurde. So ist es bis heute geblieben. Welms entwickelte sich zu einer allseits anerkannten Autorität, ja zu einer Institution innerhalb der Landsmannschaft Ostpreußen. Es gelang ihm nicht selten, Politiker der ersten Garnitur aus dem konservativen Bereich als Gastkommentatoren für die Zeitung zu gewinnen. Welms gründete unter der Obhut der Landsmannschaft Ostpreußen und mit deren finanziellen Ressourcen die SWG, die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft, mit der er begrenzt neue Leser für die Zeitung gewann. Die Landwirtschaft Ostpreußen hat bis Ende der 90er Jahre die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft gesponsert. Die SWG existiert noch heute. Wir sind ihr freundschaftlich verbunden. Organisatorische und finanzielle Verpflichtungen seitens der Landwirtschaft Ostpreußen bestehen nicht mehr. Der Beweis, dass wir freundschaftlich verbunden sind, erbringt hier Herr Professor Aden, der heute der Vorsitzende der Staats- und Wirtschaftspolitischen Gesellschaft ist. Auch Ihnen ein Willkommen, Herr Professor Aden. In jeder Organisation, wie auch häufig im menschlichen Leben, gibt es Phasen des Aufbruchs, des Stillstandes und des Rückschrittes. Unsere Wochenzeitung blieb davon nicht verschont. Mit dem Dienstantritt von Hugo Welms 1967 erfasste eine Phase des Aufbruchs die Redaktion. Die Zeitung wurde interessanter, vielthemiger und wie schon ausgeführt, Spitzenpolitiker meldeten sich zu Tagesthemen in der Zeitung zu Wort. Die Redaktion hielt Wort. Man wurde der Unterzeile im Kopf des Blattes "Unabhängige Wochenzeitung für Deutschland" gerecht und so ist das bis heute geblieben. Alle waren zufrieden. Die satten schwarzen Zahlen, die die Zeitung schrieb, ließen keine Kritik aufkommen. Das blieb auch so, als sich Anfang der 70er Jahre ein deutlicher Abonnentenschwund einstellte. Nach Abschluss der Branchen Ostverträge verstärkte sich diese Tendenz. Man glaubte, mit einer verstärkten Eigenwerbung in den eigenen Reihen den Schwund aufhalten zu können. Tatsächlich gelang es, ohne das ganz große Geld für Werbemaßnahmen auszugeben, jährlich etwa 1.000 bis 1.500 neue Leser zu gewinnen. Der durchschnittliche jährliche Verlust an Lesern betrug allerdings 3.000 bis 4.000. Es waren fast nie unzufriedene Leser, die die Zeitung kündigten, sondern es war immer der Schwund an Abonnenten durch die biologische Sense.